So, willkommen zurück. Letzte Aufnahme für mich in dieser Session. Und wir benennen mal wieder ein System. Argus Rau, hier das System können wir mal benennen. Wie nennen wir denn das System? Das System nennen wir. Armstrong. System survey complete. Hier einige Planeten, die wir benennen können. Wie nennen wir denn den? Rayingri. Ach, ist auch nur dieser eine Planet hier. Nee, da oben ist noch einer. Das werden wir gleich machen. Rairingri Sogelros. Wieder ist er Kanzler geworden. Jetzt habe ich vergessen, wie der Name heißt. Sogel. Sogel. Ups. So, wieder ein System benannt. Sehr schön, das Armstrong-System. Okay. Oh, Energie plus 10. Was denn da passiert? Überlegen, ob ich hier eins der Systeme umbaue. Aber ich lasse es, glaube ich, erstmal. Da werden die Korvetten gebaut. Stimmt ja. Irgendwas war da ja. Aber ich kann nirgendwo den Zerstörer bauen, oder? Habe ich irgendwo schon die Möglichkeit, den Zerstörer zu bauen? Nee. Also muss ich doch Raumhafen Stufe 3 erstmal machen, dann machen wir das mal. Auf der Erde. Erkundet, der kann aber hier direkt eigentlich mal. Aber hier gibt es offensichtlich keinen Vitarian. Nee. Was haben wir hier nur auf dem einen Planeten? Wo ist denn der? Ich hab doch Vitarian gesehen. So fuck. Waren es Betarian vorkommen? Das habe ich doch gesehen. Ah, hier ist es. So, hier hat er alles abgeschlossen, nehme ich an. Können wir hier eine Forschungsstation bauen? Beobachtungsposten können wir hier bauen. Was sind denn das für eklige Construction Viecher? Genau, das Energiehub haben wir jetzt hier fertiggestellt. Oh, wir können hier was upgraden, das ist super. Da oben können wir noch was bauen. Biolabor oder ein Ingenieurslabor. Was brauche ich denn? Brauche ich eigentlich keines davon. Aber im Zweifel dann glaube ich dann doch eher das Biolabor. Und hier oben bauen wir auf jeden Fall mal noch ein einfaches Forschungslabor.
Und das ist auch Terra Nova. Oh, da können wir wieder das upgraden. Sehr schön. Wie sieht es eigentlich aus? Überschuss haben wir an Mass. Kann ich mal Energie verbessern. Hydrokultur lasse ich mal noch. Der hier ist schon fertig. Ressourcen habe ich so viele. Deswegen baue ich hier jetzt einfach mal wieder einen Energiehub, würde ich fast sagen. Obwohl ich doch eigentlich, ich müsste doch eigentlich... Nee, das reicht nicht. Wie sieht's denn hier aus? Eine Hydrokulturfarm, einfaches Kraftwerk. Oh, die haben keinen Gouverneur. Rekrutieren, Baukosten, Baudauer, Bonus. Research complete. Construction complete. Debris analyzed. Das mache ich jetzt einfach mal, rekrutieren. Ach, geht gar nicht. Wir haben nicht genug Einfluss. So, eine Forschung ist abgeschlossen. Adaptive Bürokratie. Das heißt, wir können eine Föderation, Energiesauger, Amöbengeiseln, orbitale Hydrokulturfarm wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Haben wir denn irgendwo Dschungel? Nee. Hier haben wir Dschungel. Ja, ich glaube, den Dschungel werde ich auf jeden Fall mal machen. Dichter Dschungel entfernen. Observatorium, Sensorreichweite. Lass ich mal noch offen. Wie viele Korvetten haben wir denn jetzt? Wir können noch ein bisschen was bauen. Das heißt, ich werde noch ein paar Korvetten bauen. Das Ding ist halt hier absolut große Scheiße, das Ding. Und nämlich von dem Ding hier was mit. Und dann werde ich auf Terra Nova auf jeden Fall auch noch den Raumhafen Stufe 3 bauen. Construction complete. Ah, hier, jetzt werde ich mal rüber eiern, um das Betarian mir zu schnappen. Warum geht denn das nicht? Ach, weil es ja auch gar nicht auf dem Planeten ist. Das ist ja der hier. Was er macht, was muss er? Er hat alle. Oh, die Physikpunkte baut letztes, glaube ich, tatsächlich mal. Forschungsstation bauen. Der wird langsam auch ein bisschen. Zu groß. Ach, wir sind bald im positiven Bereich. Ebenbürtig. Du hast die Aufmerksamkeit des Verteilung und ja, leck mich. Handelsabkommen, wie wäre es mit Grenzzugang zivil? Hm, hat doch mal gar keine Lust. Ein Forschungsabkommen? Okay, da hat er mal auch gar keine Lust drauf. Kannst du mir vielleicht ein paar Energie-Credits geben, obwohl es gerade im positiven Bereich ist? Und ich gebe dir dafür sofortige Mineralien.
wissen wir gar nicht. Ja, dann lassen wir das erstmal. Aber ich muss auf jeden Fall mal hier und im Hong-System später noch eine Verteidigungsbasis bauen, eine größere, wenn es möglich ist. Was haben wir denn hier jetzt gebaut auf ihn? Vor allem, oh, wir brauchen unbedingt Futter. Construction complete. Construction complete. Nein! Kimberly ist gestorben im Alter von 86 Jahren. Oh no. Ja, nehmen wir das Ingenieurslabor. Hier bei den Mineralien kommt demnächst was. Construction complete. Hier kann ich noch was bauen, fällt mir gerade so ein. Dann wird es mehr Physikpunkte geben. Und hier auch. Also Physik brauche ich halt unbedingt mal. Ein Forschungslabor. Und bevor mir wieder der Strom wegfließt, würde ich mal fast sagen, dass ich hier ein Kraftwerk noch baue oder eine Energie habe. Terra Nova, oh, mehr Energie, immer gut. Mehr Mumpy Mumpy. Mumpy Manfred, wie sieht es denn da eigentlich aus? Ach, das sieht eigentlich ganz gut aus. Bis jetzt brauchen wir das noch nicht. Immer mehr Ressourcen. Das ist immer eine gute Idee. Wie sieht es auf Freedom's Progress aus? Auch ganz nett. Die sind bald fertig, das heißt, hier werde ich schon mal ein Bergbaunetzwerk bauen. So, und die werden sich mal auf den Weg machen. Und zwar nach Sirius. Raumhafen. Das Observatorium, lohnt sich das hier? Nee, lohnt sich auch nicht wirklich. Aber wir können hier die Zerstörer bauen und darum, das wollen wir ja machen. Also Zerstörer, das Ding ist Müll. Ich habe jetzt zwei Zerstörerbrecher. Und der, der viel auf Range hat und der, der viel... Wie viel Damage macht? Nur 12. Der hat aber mehr Schilde als der andere. Nee, der hat weniger Schilde. Worin ist denn der denn besser? Warum ist denn der so teuer? Werde ich auf jeden Fall den hier machen. Nochmal zwei von denen. Und zwei von denen. So, Betarian haben wir abgebaut. Mal ganz kurz gucken. Oh, es gibt immer so viel zu tun. Oh. Genau, wir können jetzt Dschungel beseitigen, das ist nett. Oh, Sektorlimit. Verbessert UL-Kommunikationskanäle. Ermöglicht kohärentere Verwaltungsanweisungen. Ermöglicht Abbau von
Alien-Haustiere. Neue Mechanik aufwerten. Fortschritt hier, den ist, Methylisierungstechnik ermöglicht funktionale signifikante Änderungen am beliebigen Genom. Aufwertung. Das Studium der Fauna anderer Welten gibt uns Einblick in fremde Verhaltensweisen und ermöglicht uns, sanftmütige Wesen zu identifizieren und zu zähmen. Ich glaube, das mache ich mal. Xenologie. Strategische Ressource. Diese sanftmütigen, nicht fühlenden Kreaturen können einfach gezähmt werden. Ihr freundliches Verhalten und ansprechende Äußerungen könnten sie zum beliebigen Haustier und Gefährten machen. Okay, ja, dann werde ich das, glaube ich, mal machen. Sektorlimit. Noch habe ich ja nicht die volle Anzahl am Planeten erreicht. Erst wenn ich darüber hinweg bin, macht es, glaube ich, Sinn, die Sektoren zu machen. Aber sicher bin ich mir da auch nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie das genau sich verhält. Denn tatsächlich habe ich keinen Dunst. Der ist mit uns ganz glücklich, deswegen frage ich ihn einfach mal. Was ist, wenn wir dir Bitarian geben? Einmal. Und wir bekommen da dafür deinen Grenzzugang. Nee, will er nicht. Forschungsabkommen hat auch keinen Bock drauf. Dann gib uns mal Energiecredits. Da hat er gar keine Lust drauf. Nee, dann halt nicht, Junge. Tschüss. Können wir vielleicht ein Forschungsabkommen machen? Okay, der hat auch gar keine Lust drauf. Ja, der gute Paul wird wohl bald draufgehen, nehme ich mal an. Dann wird endlich mal ein neuer Herrscher gewählt. Musikforschung, Förderung. Construction complete. Das müsste ich vielleicht auch mal machen, damit ich schneller an die Forschung rankomme. Was haben wir denn jetzt hier gemacht? Ach, abgegradet. Nee, weil das Physiklabor, das habe ich nämlich noch nicht. So, unsere Flotte wird allmählich größer, das ist nett. Dann werde ich, glaube ich, auf Eden Prime jetzt auch mal eine Basis bauen. Vorher kann ich hier nochmal gucken, Oberfläche sieht gut aus. Construction complete. Terra Nova, mal gucken, Oberfläche. Oh, das ist nett. Mehr Ressourcen. Den Rest upgrade ich mal noch nicht. Und hier. Research complete. Forschung abgeschlossen. Antimaterie-Raketen. Fortschrittlicher Raumhafen, Zerstörerwerft. Ich glaube, das wird das nächste sein, was ich baue. Und der Plasmawerfer ist auch bald fertig. Das heißt, ich könnte bald wieder ein neues Schiff machen. Nett. Und dann kann ich, glaube ich, die Zerstörerwerft als nächstes bauen. So, wie sieht es denn bei den Konstruktionsschiffen aus? Wir sind ja immer noch nicht ganz fertig. Wo schicke ich ihn denn da hin? Hier oben. Hier ist alles erforscht, da gibt's nichts. Hier haben wir auch alles. Oh ne, hier ist noch lange nicht alles erforscht.
Na, es sieht auch ressourcenmäßig gerade sehr, sehr gut aus. Braucht halt mehr Physikforschung. Da muss man echt das Physiklabor bauen demnächst. So, die Flotte wächst und wächst. Der nächste Zerstörer ist jetzt bald fertig und die Plasmawerfer müssen auch demnächst fertig sein. Da kann ich wieder ein neues Schiffchen bauen. Research complete. Genau, wir haben die Plasmawerfer, die halt die Panzerung durchdringen. Neue Forschung, Forschungsgeschwindigkeit. Oh, kalte Fusion, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Oder Befestigungs... Oh, mehr Schilde. Plus 50% und mehr Energieerzeugung. Ich werde immer mehr Energieerzeugung nehmen, damit ich mehr einbauen kann. Wo die Forschungsgeschwindigkeit auch gar nicht mal so schlecht ist. Die Fähigkeit, eine Fusionsreaktion bei relativ geringen Temperaturen ablaufen zu lassen, wird zu einer neuen Generation von Fusionsreaktoren führen. Bauen wir das mal. So, dann werden wir mal ein neues Schiffsdesign planen. Als erstes mal eine neue Verteidigungsplattform, würde ich fast meinen. Waffenslots, Hangar-Sektionen. Wir können ja mal mit Hangar versuchen. Mit Hangar und dann schwere Stationssektion. Obwohl, das mache ich mal weg. Machen wir mal beide so viel. So, was macht dann richtig Aua? Die Dinger machen 35 bis 61. Oh, Antimaterie-Raketen. Die haben auch ganz schön eine Range, oder? Ja. Plasmawerfer hat nicht so eine Range. Ah ja, Panzerungdurchdringung. Reaktoren. Das heißt, ich kann hier die Deflektoren einbauen. 100 Schilde. Das lohnt sich fast gar nicht. Machen wir die Panzerung noch hoch. Ich glaube, ich kann sogar einen rausnehmen, oder? Ja, einen kann ich sogar rausnehmen und noch einen Deflektorschild mit reinbauen. 150. Was machen wir denn hier noch? Annäherungsminen. Oh, Trefferpunkte minus 25%. Oh, das ist ja nett. Machen wir das Ding rein. Der Sensor ist okay. Allianz. V-Station. Alpha. Speichern. So, eine neue Korvette. Wir haben ja, glaube ich, ein paar neue Sachen hinzubekommen. Mhm. Ich glaube, ich nehme das. So, der Plasma 814. Er macht halt die Rüstung kaputt. Das ist halt das Gute. Antimaterie-Raketen. Wie viel Schaden macht denn der? 6, 7, 9. Dann machen wir jetzt ein paar Fusionsreaktoren. Und dann werde ich mal noch das Regenerative rumfreien, weil er hat keine Schilde, das ist das Problem.
Okay, haben wir das auch gemacht. So, dann noch einen neuen Zerstörer bauen. Zerstörer. Waffenslots. Schimmerbollwerk. Plasmawerfer, Antimaterie, Rakete werde ich auf jeden Fall nehmen. Der wird komplett auf Raketen setzen. Da brauche ich ja nicht lange gucken. Die Dinger sind natürlich besser als die. Der Grünsplitter macht 6 bis 13, hat aber überhaupt gar keine Reichweite. Nur mit Raketen bestückt. Ja, das lohnt sich fast gar nicht. So, die Deflektoren. 100er Schild passt. Jens. Kreuzer MV MVE1 und dann können wir dem demnächst auch bauen. Wie sieht es denn da aus? Muss mal ganz kurz gucken, dass wir nicht weitermachen können. Sieht eins mit der Folgenlänge aus. Ach, Folge ist schon wieder vorbei. So eine Schande. Na gut, dann werde ich hier einen Cut machen. War für mich die letzte Aufnahme in dieser Woche. Oh nein, ich wollte doch noch wissen, wie es weitergeht. Schande über mir. Oh, wir haben jetzt mal abbekommen. Meine Armee ist gleich fertig. Ich glaube, ich werde mal noch kurz warten. Kann ich denn jetzt schon? Nee, reicht noch nicht. Wie viel Schaden machen die Dinger denn jetzt? 14. Der macht 12. Der 12 hat dafür aber bessere Schilde. Oh, der macht ja richtig. Ah, er hat halt keine Schilde. Mal schnell die Konstruktionsschiffe angucken. Hier ist auch alles super. No! Fanyana ist tot. Muss ich einen neuen Anführer noch rekrutieren? Neuen Forschungsanführer? Ach, kann ich gar nicht. Das ist natürlich ätzend. Es dauert noch die neue kalte Fusion. Construction complete. 1000 ist meine Flotte jetzt stark. Also demnächst könnten wir tatsächlich mal gucken, ob wir den ebenbürtig ist ja uns immer noch. Die Flotte von denen ist immer noch überwältigend. Fünf Planeten hat er inzwischen schon.
neue Militärbasis auf jeden Fall im Hong-System noch etablieren. Ist auch alles in Ordnung, Argus Roro. Prescher könnte ich halt demnächst mal erobern und einnehmen. Oder sind da welche drauf? Nee. Prescher ist auch eher so im Randgebiet. Sieht aber ganz gut aus. Betarian habe ich ja jetzt auch. Research complete. Nur die Forschung noch. Abbau ermöglicht Abbau von Alien-Haustieren. Neue Forschung. Grenzreichweite plus 20%. Ja, das bringt mir nicht mehr viel. Planetare Hauptstadt. Produziert. Okay, das ist ganz gut. Ich glaube, das war die mal koloniale Ah, das bringt mir halt nichts hier. Alter, was würde mir denn das großartig bringen? Irgendwie halt gar nichts irgendwie. Meine Reichweite. Ich habe hier halt schon alles. Gebirgszüge, muss ich mal kurz gucken, ob ich die habe. Einmal. Also tatsächlich nur ein einziges Mal würde sich also erstmal kaum lohnen. Grenzreichweite würde sich auch nicht lohnen. Das hier würde sich vielleicht mal lohnen und das Ding. Genauigkeit ist halt auch absolut für den Arsch. Ich glaube mal, ich mach mal die Kolonie ein bisschen koloniale Herrschaftssitz. Tunnelwelt, da haben wir noch welche. Ich glaube, ich habe inzwischen alles abgebaut, was ich abbauen kann. Hier unten sind noch Ressourcen. Ja, und dann werde ich, glaube ich, als nächstes noch eine Militärstation bauen, meine Truppen ein bisschen erweitern. Ich meine, ich kriege jetzt schon 76 plus. Und meine Station muss ich noch gucken. Habe ich die denn schon erweitert? Der Raumhafen hier, da bekommt man noch einen Solarkonnektor. Obwohl, nein, Moment. Ach, Observatorium bringt mir ja nicht viel. Ja, das ist doch schon richtig. So, auf Terra Nova ein Observatorium lohnt sich das hier. Das lohnt sich halt überhaupt nicht. In der Freedom's Progress werde ich dann jetzt, glaube ich, auch mal einen Raumhafen bauen. Ja, und dann würde ich sagen, mache ich an dieser Stelle mal einen Cut. In der nächsten Folge werde ich meine, was ist das hier eigentlich oben? Ach, so seltene Dingsbums, kann ich nur zwei haben. In der nächsten Folge werde ich, glaube ich, auf jeden Fall, mal schauen, dass ich den hier zum Fight erkläre und meine Truppen noch ein bisschen ausbaue. Vielleicht zwei Armees, vielleicht noch eine zweite Armee. Hier werde ich auf jeden Fall noch, eine Militärstation bauen, damit die Grenzen geschützt sind, wenn er da lang fahren möchte. Hier kann er vielleicht auch einfach durchfahren. Also die beiden Planeten muss ich noch eine Militärstation ausbauen, damit er mir da nicht einfach durchdüst und irgendwas angreift, gerade wenn ich dann Argus Roh besiedel. Aber in Sirius habe ich ja eine Militärstation, die jetzt nicht so atemberaubend stark ist, aber
passt schon. Ja, und dann schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Ich freue mich tierisch drauf. Also das Spiel macht mir so unglaublich viel Spaß. Ist vielleicht zum, für so ein Let's Play nicht so unbedingt angenehm, aber boah, der siedelt hier aber auch wie Sau. Der hat jetzt schon 6 Planeten. Der erobert sich hier einen nach dem nächsten. Ich muss den mal langsam fertig machen. Ja, mit dem sind wir gut. Es gibt schon Essen, der hat eine Rivale und ein Bündnis kann man mit dem noch nicht machen. Aber der mag uns, das passt schon mal. Also mit denen da hinten werden wir nicht so schnell Ärger bekommen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Ciao!